Was geht YouTube? Chris hier zurück mit einem neuen Video und heute endlich mit dem ultimativen Key Guide für Escape from Tarkov. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich alle Schlüssel zusammen hatte. Nach dem letzten größeren Patch hat sich wahnsinnig viel bei den Schlüsseln verändert. Ich musste alles über den Haufen werfen. Es kamen neue Schlüssel dazu und so weiter und so fort. Und jetzt ist es aber soweit. Wir haben es endlich geschafft. Ich habe alle Schlüssel zusammen mit der Unterstützung der Totally Accurate Discord Community, darunter Mercutius, der Klaus, der Bushi, der Maddox, der Beavis. Oh Mann, ich hoffe, ich vergesse keinen. Leute, vielen, vielen Dank dafür. Ausar, meine ich, hat mir auch einen Schlüssel gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Aber von Ausar habe ich einen Schlüssel bekommen. Und den Waffen-Safe-Key müsste ich von Pascal oder Chris bekommen haben. Tut mir leid, wenn ich mich nicht mehr genau daran erinnere. Leute, auf jeden Fall habt ihr mich wahnsinnig dabei unterstützt, auch wenn es immer nur wieder eine Anfrage war. Hey Chris, hast du den Schlüssel schon für deinen Guide? Ja Leute, wir haben es geschafft. Alles ist da. Und wir können endlich loslegen. Ich denke, es gibt keinen so umfangreichen Key Guide auf YouTube für Escape from Tarkov und deshalb hoffe ich, dass ihr davon profitiert oder so profitiert, wie ich mir das wünsche. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich werde das Ganze aufteilen in unterschiedliche Maps. Und zwar haben wir die Schlüssel, die für die Factory interessant sind, für Woods interessant sind und letztendlich für Customs interessant sind. Und als kleine Info vorweg, für Shoreline gibt es keinen einzigen Schlüssel. Da müsst ihr euch also keine Gedanken machen. Aber bevor wir jetzt auf die Factory gehen, habe ich zwei Schlüssel für euch, die gar keine Funktion haben. Und das ist dieser Sixpack-Key. Wenn wir uns den anschauen, Key from one of the VAC cars, commonly referred to as a Sixpack. Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieser Schlüssel irgendwas macht bisher. Also, wenn jemand eine andere Info hat, bitte, bitte melden. Ich habe sämtliche Foren durchstöbert. Ich habe alle Autos ausprobiert, die es in Tarkov gibt. Ich habe keine Verwendung dafür gefunden. So, der nächste Schlüssel ist der Weapon Safe Key. A key from some weapon safe. Genauso. Die ganzen Maps durchgeschaut, alle Waffenschränke durchgeschaut, alle Safes angeguckt. Es gibt nach meiner Information und auch nach allen Recherchen, die ich online angestellt habe, keine Funktion für diesen Schlüssel. Wenn ihr die beiden also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, ihr seht unten links die Version 033495, findet, dann haben sie noch keinen Sinn. Würde mich natürlich freuen, wenn sich das ändert. Ja, und damit würde ich sagen, legen wir schon los. Wir gehen auf die Factory. Bis gleich. So, wir beginnen unseren Guide in der Factory und direkt am Pumpenhäuschen. Viele wissen gar nicht, dass es auf der Factory drei Schlüssel gibt. Zwei sind den meisten bekannt, aber es gibt tatsächlich drei, auch wenn man sich einen davon wirklich sparen könnte. Denn zwei Schlüssel sind für dieses Pumpenhäuschen und davon einer für diese Tür und einer für die andere. Und ich zeige euch gleich, welche das sind. Wenn wir jetzt hier ins Inventar gehen, sehen wir hier den einen Key, der heißt auch hier oben einfach nur Door Key. Und unten steht Old Key, apparently even Soviet made, labeled Pumping Station. Und dieser Schlüssel ist für die Tür hier. Und dann gibt es noch den nächsten Schlüssel. Den können wir uns auch examinen, angucken. Ebenfalls Door Key. Und unten steht dann Old Key, apparently even Soviet made, most likely it's from Administration Building Doors. Und der ist für diese Tür. Und besonders viel Interessantes gibt es hier drin nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob man den Schlüssel überhaupt mitnehmen sollte. Ich persönlich habe ihn nie dabei. Wenn wir allerdings mal hier reingucken wollen, manchmal liegen hier Zigaretten rum. Genau hier findet man relativ häufig diese Energiesparlampen, die man ja gegen RGD-Granaten eintauschen kann. Und ansonsten ist es vielleicht einfach nur eine Position, um einen schönen Flank aufzubauen. Allerdings, ja, wie gesagt, nicht besonders lohnenswert, es sei denn, man spielt damit wirklich als taktischen Punkt. Und damit man diese Tür aufmacht, wie gesagt, braucht man diesen Pumping Station Key, der in der Beschreibung als Pumping Station Key beschrieben wurde. Und dann kann man auch diese Tür hier öffnen. Wer also beide Türen benutzen möchte, braucht zwei Keys. Wer einfach nur reingucken möchte, braucht nur einen. So, dann gehe ich mit euch den wichtigsten Key of the Factory durch, beziehungsweise den wichtigsten Key im Spiel überhaupt. Und das ist der Factory Key, wenn wir den inspekten.
sehen wir einfach Factory Exit Key, Chemical Factory Emergency Exit Door Key. Und der ist nicht nur für die Factory interessant, sondern auch noch für Customs. Und ich möchte euch aber jetzt zeigen, welche Türen auf der Factory damit geöffnet werden. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt im obersten Stock der Büros in der Factory und eine Tür, die man öffnen kann mit dem Factory Key, ist die hier. Und die kann ziemlich interessant sein, weil da drin ein möglicher Waffenspawn ist. Das heißt, wenn wir da reingehen und links ins Regal schauen, finden wir häufig hier AKs, manchmal auch M4s. Und das ist sicherlich nicht schlecht. Also den Factory Key hat man sowieso immer dabei auf der Factory. Wenn ihr also die Gelegenheit habt, schaut in den Raum hier rein. Manchmal liegt noch Zeug auf dem Boden verteilt und wie ihr hier sehen könnt, spawnt hier ein Schlüssel. Ich möchte euch auch gleich zeigen, welcher Schlüssel das ist, damit ihr euch später im Guide noch daran erinnern könnt. Portable Cabin Key of Customs Factory Zone. Key of Portable Cabin, which is located at the Factory Zone of Customs. Kommen wir später dazu, ist auf jeden Fall auf der Customs Map, wie die Beschreibung schon sagt. Und da gibt es eben einen Baucontainer, wofür dieser gedacht ist. Und wir gehen zur nächsten Tür. So, die nächste Tür, die der Factory Key öffnet, ihr kennt sicherlich die Ecke, wo wir hier sind. Das ist die Solo-Eingangshalle. Hier unten ist der Solo-Spawn, hier ist der Barrel-Spawn. Und hier gibt es einen Ausgang. Und zwar können wir mit dem Factory Key diese Tür hier öffnen und kommen dann zum Ausgang, der dahinter liegt. Komm, mach's Loch auf. So, hier hinten ist der Ausgang. Wenn wir da an die Wand gehen, kommen wir raus. Und weiter geht's zur nächsten Tür. So, die nächste Tür, die vom Factory Key geöffnet werden kann, ist direkt unter uns. Wir sind hier am Gabelstapler-Spawn. Hier draußen ist das Pumpenhäuschen, wo wir gerade eben die Türen aufgemacht haben. Und direkt unter der Treppe hier befindet sich eine Tür, die ebenfalls einen Ausgang beherbergt. Auch dafür brauchen wir den Factory Key. Und wenn wir hier durchgehen, kommen wir auf der rechten Seite zum Ausgang. Wir müssen einfach an die Tür rangehen und da ist der Exit. Und das war's schon mit der Factory. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Woods. So, willkommen auf Woods. Auf Woods gibt es sogar nur zwei Schlüssel. Und das wären einmal der Yotota Car Key. Yotota Car Folding Key und der ist für dieses Auto hier unten und ist eigentlich ein Schwachsinnsschlüssel, wenn man so möchte. Ich kann hier die Tür damit aufmachen und ich habe bisher noch nicht wirklich viel anderes gesehen als Shotgun Shells auf dem Fahrersitz und in dem Fall sogar gar nichts. Also ein Schlüssel zum Wegwerfen im Prinzip. Wer weiß, ob da irgendwann mal mit Quest Items noch was dazu kommt, aber im Moment ist dieser Schlüssel noch vollkommen sinnlos. Der nächste Schlüssel ist schon ein bisschen interessanter und wir treffen uns gleich wieder an der Tür, die er öffnet. So, der nächste Schlüssel ist der ZB014, Inspect. The key with an incomprehensive engraving. Okay, sagt erstmal nicht viel, aber der Schlüssel ist tatsächlich für eine Tür hier unten im Bunker, wenn ich weiß, wo der Bunker ist. Hier hinten geht es zu der Hütte kurz vorm Ausgang. Hier links ist die Straße mit dem kaputten Auto, die zum Ausgang führt. Und da geht es zu dem kleinen Checkpoint am Sägewerk als kleine Orientierungshilfe. Wenn wir jetzt hier runtergehen in den Bunker, dann haben wir da unten drin erstmal Finsternis. Und hier können wir noch eine Tür aufschließen und zwar genau mit dem ZB014 Schlüssel. Und in dieser Tür drin, hinter dieser Tür meine ich, finden wir eine große Waffenkiste. Das ist eine Kiste, in der angeblich Fortarmer spawnen können. Habe ich selber noch nie gesehen. Aber damit ihr Bescheid wisst, es kann sich gegebenenfalls lohnen. Aber ja, das war es schon in dem Raum. Müsst ihr selbst wissen, ob ihr den ZB014 Key mitnehmt, wenn ihr auf Woods geht. Ich denke, gerade auf Woods braucht man nur diesen einen Schlüssel und dann kann man den letztendlich auch einpacken. Alles klar, das war es tatsächlich schon auf Woods mit den Schlüsseln. Wir treffen uns auf Customs wieder. Und da sind wir schon auf Customs und die Map ist ein wahres Schlüsselmonster. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie mein Inventar aussieht. Ich habe einen ganzen Tri-Zip voller Schlüssel und es ist nur ein Spot frei. Diese ganzen Schlüssel hier sind für Customs und ich zeige euch jetzt Stück für Stück, für welche Türen die sind. Und ich würde jetzt zuerst mal die Schlüssel durchgehen, die nicht offensichtlich für die Dormrooms sind. Ne? Die haben alle Dormroom-Nummern, da zeige ich euch dann, für welche Räume die sind und was da so versteckt ist. Aber es gibt natürlich auch Schlüssel, die
nicht direkt für die Dormrooms gedacht sind, beziehungsweise nicht auf den ersten Blick für die Dormrooms sind. Und die zeige ich euch separat. Das machen wir jetzt als erstes und im Anschluss gehen wir durch die verschiedenen Dormrooms durch und ich zeige euch, was da so abgeht. So, der erste Schlüssel, den wir uns anschauen, ist dieser hier. Cabin Key. Wie ihr schon seht, gibt es zwei, die gleich aussehen erstmal äußerlich. Wenn wir auf Inspect gehen, steht hier oben Trailer Park Cabin Key. A key to one of the portable on-site cabins, probably the one that is used by guards at Trailer Park in Customs. Und Trailer Park in Customs sind wir. Hier parken die ganzen LKWs. Hier ist der Solo-Spawn und für diese kleine Hütte ist der Schlüssel. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen, Riesenschlüssel, habt ihr sicherlich schon mal gesehen, wenn ihr die Quest dazu gemacht habt. Und hier gibt es ansonsten nicht besonders viel Interessantes. Wir haben hier eine Jacke und in der Quest liegt hier unten, man musste hier was platzieren. Ja, das war es auch schon mit diesem Schlüssel hier. Auf zum nächsten. Der nächste Schlüssel ist der Customs-Schlüssel, den habt ihr vielleicht schon gesehen. Sieht so aus, gehen wir mal auf Inspect. Customs Office Key, Key to the Customs Office Building. Und damit ist diese Tür hier gemeint. Wenn wir die aufschließen, haben wir dahinter ein bisschen was Interessantes auf jeden Fall. Lohnt sich also, den mitzunehmen. Wir haben hier einmal, wenn wir die Tür öffnen, einen Raum mit einem Duffelbag und drei Computern drin. Manchmal liegt hier noch Zeug rum, also relativ häufig liegt hier Zeug rum, wie zum Beispiel Snickers und so weiter. Und wie ihr sehen könnt, manchmal am Boden auch noch das ein oder andere. Wenn wir dann hier hintergehen, haben wir einen Raum, den wir breachen müssen. Aufpassen, hört euch jeder. Und hier drin haben wir einen Safe und hier findet auch eine Quest statt. Hier unter dem Schreibtisch liegt dann ein Item. Und ansonsten haben wir noch eine Jacke hier im Schrank, im Regal liegt ein bisschen was rum. Und das war es auch schon für den Customs-Schlüssel. Und als nächstes zeige ich euch den Machinery Key. Der Machinery Key ist für diesen LKW hier. Machinery Key sieht so aus. The key to the special machinery trucks, dump trucks, road building machinery etc. Mit dem Schlüssel kann man diesen LKW hier aufmachen und ist auch ein Quest-Item. Wenn wir den aufmachen und mal die Tür öffnen. Na komm, mach schon. Dann sehen wir, dass wir da eigentlich nichts sehen. Also ich habe hier außerhalb von der Quest auch noch nie was Interessantes gefunden. Deshalb lasst uns gleich weiter zum nächsten Schlüsseleinsatzort. Da sind wir auch schon. Dieser Schlüssel hier ist der da. Sieht aus wie der drunter, aber wenn wir ihn inspekten, steht hier Portable Cabin Key of Customs Factory Zone. Key of Portable Cabin, which is located at the Factory Zone of Customs. Und damit ist hier oben dieser kleine Baucontainer gemeint. Wenn wir den aufschließen und mal reinschauen, ist ebenfalls eine Quest Location. Ansonsten haben wir aber eine Waffenkiste noch hier drin, wo was Interessantes spawnen kann. Also manchmal spawnen hier komplette Waffen in den Kisten. Deshalb kann es sich auf jeden Fall lohnen, mal hier reinzugehen. Ansonsten, wie ihr seht, nichts weiter Interessantes. Und ein weiterer Schlüssel, da sind wir gleich nebendran. Deshalb machen wir hier mal keinen Cut. Das ist dieser. Für diese Hütte hier. Und das ist der Cabin Key, der so aussieht, wenn wir auf Inspect gehen. Portable Cabin Key, a key to one of the portable on-site cabins, probably the one that is used by guards. Und damit ist dieser hier gemeint. Manchmal sind die Schlüssel ein bisschen groß für meine Hand, aber das ist nichts Wildes. Wenn wir jetzt hier reinschauen, ihr seht, hier liegt ein bisschen Zeug rum. In der Regel nicht besonders interessant. Manchmal kann aber hier unten unter dem Tisch eine Waffe spawnen, die dann halt mitnehmen. Und dann war es das auch schon wieder für diese Geschichte hier. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Location. Wir sind jetzt hier bei den Dorms. Und den ersten Schlüssel, den wir uns angucken wollen, den können wir gleich hier drin benutzen, im zweistöckigen. Und zwar ist es der G-Desk-Key, der ist für diesen Raum hier. So sieht er aus. G-Desk, Dorm Guard Desk Key, Dorm Guard Desk Key. Steht dran und macht eben diese Tür hier auf. Und kann man auf jeden Fall mitnehmen, denn da drin verbirgt sich, schaut her, eine große Waffenkiste. Und wie gesagt, auch in diesen Kisten können ganze Waffen spawnen, häufig aber eher Zeug wie das, was ihr jetzt hier seht.
Und dann haben wir hier unten noch eine Munitionskiste. Schaut mal, was da im Regal steht. Eine AK, auch nicht schlecht. Und eben zwei Munitionskisten. Kann sich also definitiv lohnen. Scheint so, als wären diese Dormrooms hier von ein paar Bekloppten besetzt gewesen, wenn man solche Ausrüstung braucht. Der nächste Schlüssel ist für dieses weiße Auto hier, das sogenannte Granatenauto. Sieht einfach so aus. Key sieht aus wie ein normaler Autoschlüssel, Folding Car Key. Und in diesem Kofferraum liegt eben eine Granatenkiste. Und manchmal noch ein bisschen nebendran, aber nein, in dem Fall nur eine Granatenkiste. Da drin können allerlei Granaten spawnen. Als nächstes haben wir den Marked Key. Dieser hier. Key with strange symbols scratched on it. Und wir sind hier im obersten Stockwerk des dreistöckigen Dorms. Das heißt, hier ist der Balkon. Und hier haben wir unsere markierte Tür. Wenn wir die entsperren, schauen wir mal rein. Ja, meistens sieht es genau so aus, dass hier eine einzelne Patrone liegt. Manchmal liegt hier auch eine Waffe. Kann sich also definitiv lohnen, mal reinzuschauen. Ja. Einer von vielen Räumen hier in den Dorms. Aber wir halten uns jetzt nicht weiter in den Dorms auf. Wir gehen jetzt weiter. Erstmal die Schlüssel angucken, die nicht offensichtlich Dormroom-Schlüssel sind. Also wir treffen uns gleich an einem anderen Ort wieder. Die nächsten Schlüssel, die wir haben, sind für die Tankstelle. Und zwar die vor der Abkürzung. Und zwar sind die für die Räume hier hinten in den Büros. Wenn wir uns mal die Schlüssel anschauen, wir haben hier diesen Key, der heißt Cabinet Key und dann steht hier unten einfach nur Key. Der Schlüssel ist für diese Tür hier. Und ist manchmal auch ein bisschen groß. Wenn wir die Tür aufmachen, finden wir da drin einen Tresor. Manchmal liegt hier so ein bisschen was auf dem Tisch und manchmal liegt hier unten der nächste Schlüssel, den wir uns gleich angucken werden. Und zwar ist es der Storage Key. The Key to the Gas Station Storage Room. Und der ist für diesen Raum hier und das ist so ein Medic-Raum, wenn man möchte. Da drin liegt relativ viel, was man braucht, um sich zu verarzten. Wir haben hier eine große Meditasche und noch diese Medi-Sporttasche, wenn man möchte. Also wenn ihr den Schlüssel habt und ihr braucht Medic-Zeug, dann ist das der Ort, wo ihr hin müsst. Ein weiterer sehr interessanter Schlüssel ist der Checkpoint-Key. Wo haben wir ihn? Hier. A key to the military base checkpoint gatehouse und der ist genau für dieses Haus hier und zwar im Erdgeschoss. Hoch kommt man damit leider auch nicht, aber wenn man mal hier unten reinschauen möchte, dann wird es doch sehr interessant. Wir haben einmal ein Waffenregal hier, hier können relativ oft auch AKs spawnen und hier haben wir noch eine Granatenkiste und eine Munitionskiste. Also wer den Schlüssel dabei hat, definitiv hier reinschauen. Granaten sind ja letztendlich auch nicht so günstig. Definitiv mitnehmen. Zum Schluss, bevor wir dann zu den Dorms kommen, haben wir noch den Unknown Key. Dieser hier sieht quasi aus wie der ZB014 für die Woods Map. The key was found on the body but is not yet Sekunde. The key was found on the body but is yet unknown what it opens. Ist ein Quest-Item, findet ihr bei einer Leiche, die in der Nähe der Baustelle beim Escape from Tarkov Truck liegt und öffnet letztendlich einfach diese Tür hier. So. Und hier drin ist im Prinzip einfach nur eine Quest Location. Also nichts, was ihr so alltäglich mitnehmen müsst. Ihr seht, hier gibt es keine Kisten, keine Jacken, keine Container zum Öffnen. Hier befindet sich einfach irgendein Item unter dieser Jacke, wenn ihr die Quest macht und einen Schlüssel, den ihr nach der Quest einfach verkaufen könnt. Perfekt, und jetzt geht's ab zu den Dorms, da schauen wir uns die einzelnen Räume an. Bis gleich. Und last but not least sind wir jetzt in den Dorms und ich möchte mit euch einfach alle Räume hier durchgehen. Wir gucken uns an, was denn hier so für Türen zu öffnen sind und was es spawnt und vor allem, was es für Besonderheiten gibt. Denn es gibt hier einen Raum und da stehen wir schon direkt davor. Das ist die 103. Und wenn wir uns jetzt mal meine Schlüssel angucken, dann seht ihr, ich habe hier 208er Schlüssel. Und es ist tatsächlich so, wenn wir uns die mal nebeneinander angucken, dass die sich überhaupt nicht unterscheiden.
auch von der Beschreibung her nicht unterscheiden. Allerdings öffnet einer dieser Schlüssel den Raum 103. Und damit legen wir mal los. Im Raum 103, na komm, mach's Loch auf. Schauen wir mal an, hier gibt es ein paar Regale, dort könnt ihr Lebensmittel finden. Und für die Tushonka-Quest ganz interessant, weil hier relativ häufig Tushonka spawnt. Also das ist ein Raum, den ihr in Erinnerung behalten solltet, wenn ihr die Quest macht, in der ihr 30 Dosen Tushonka finden müsst. So, der nächste Schlüssel, selbstverständlich, wenn es der 108er ist, ist für den Raum 108 gedacht. Man nennt ihn auch den Katzenraum, den Pussy Room. Wenn wir den hier aufschließen... finden wir hier drin auch wieder Regale, da können Lebensmittel drin spawnen, auf der Couch kann manchmal ein bisschen was sein, aber hier haben wir ansonsten ein Filing Cabinet und ja, nichts Besonderes, Kleinigkeiten, ein Computer noch, da kann man auf jeden Fall auch mal einen Blick reinwerfen. Nächster Raum, für den es einen Schlüssel gibt, 118. So, wie ihr seht, erstmal nichts besonders Interessantes. Hier können allerdings auch auf dem Boden Sachen rumfahren. Und wenn ihr Glück habt, sogar unter dem Bett oder auf dem Bett eine Waffe. Also definitiv mal reinschauen. Kann sich lohnen. Raum 203 sieht man nicht besonders gut. Muss man erraten anhand der Bezeichnungen der anderen Türen. Hier wieder die Möglichkeit, erstmal den Duffelbag hier zu looten natürlich. Ganz selten irgendwelche Pistolen oder Waffenteile hier unter dem Bett, auf dem Bett. Aber das war es auch schon. Kein besonders interessanter Raum. War, glaube ich, für eine Quest interessant, wenn ich mich nicht täusche. Kann natürlich auch Blödsinn sein. Und 204 haben wir ebenfalls einen Schlüssel für. So, hier haben wir einen Waffensafe. Da können also Waffen drin spawnen. Persönlich noch nicht besonders viel Glück gehabt. Waffensafes aber trotzdem auf jeden Fall mal durchgucken. Vielleicht findet ihr mal was Interessantes. Und wie ihr hier seht, im oberen Abteil. Das ist schon fast wie so ein Tresor zu werten. Und ansonsten nichts besonders Wichtiges hier in diesem Raum. Nächster Raum ist die 214. Wenn wir hier drin sind, ganz wichtig Tresor. Nicht vergessen auch mal so auf den Boden zu gucken, eigentlich fast in jedem Raum, auf die Betten. Und manchmal, war da gerade nicht sogar was? Ja, schaut mal. Raum 203 Schlüssel wäre zum Beispiel hier in dem Becher drin. Den Raum haben wir ja gerade schon angeschaut. Aber man kann den Schlüssel fast nicht sehen, wenn man nicht direkt draufsteht oder ja hier mit der Maus über die Tasse fährt. Wenn ihr, es gibt noch einen anderen Raum, da ist eine Tasse, da auf jeden Fall auch reinschauen, da kann auch ein Schlüssel drin spawnen. Dann sind wir bei Raum 218. Auch einer der interessanteren Räume, weil auch hier, was haben wir hier unten, Apfelsaft, aber da kann tatsächlich auch eine Waffe spawnen, 218er mitnehmen, wenn ihr euch entscheiden müsst. Oh, schaut mal hier, hier liegen einige Waffenanbauteile, Magazine und ein Dustcover, definitiv anschauen. Als nächstes dann schon die 220, direkt neben 218. Und hier findet ihr den Schlüssel, den ich vorher erwähnt hatte, auf Woods, den ZB014, der liegt eigentlich immer hier. Liegt ein bisschen Kohle rum. Dann braucht ihr diesen Schlüssel auch für eine bestimmte Quest. Da müsst ihr Sachen aus dem Laptop holen und aus dem Regal. Ansonsten haben wir hier noch ein Duffelbag. Und das war schon für den Raum, aber wenn ihr den ZB014 wollt, einfach herkommen, der liegt eigentlich immer hier. Dann sind wir schon im dritten Stock, zweiten Stock, im obersten Stockwerk und sind an Tür 303. Lass uns gucken, was wir da drin finden.
Na komm, geh auf. So, hier drin eine grüne Kiste. Ja, ansonsten einfach immer auf den Boden schauen. Hier kann so ein bisschen was rumfahren. Die grüne Kiste ist allerdings definitiv das Interessanteste in diesem Raum. Dann gleich nebenan die 306. Perfekt. Hier drin in der Regel auch nicht besonders viel Interessantes. Schaut bitte unters Bett, aufs Bett. Manchmal liegt hier auch auf dem Tisch ein bisschen was rum. Ja, der Computer lässt sich nicht durchsuchen. Einer der weniger interessanten Räume. Etwas weiter entfernt von 306, als man denken würde, ist Raum 308. Den können wir aber trotzdem mit dem 308er Schlüssel auch aufschließen. Und wenn wir hier reinschauen, auch nichts Wildes. Ja, schaut einfach auf die Betten, auf dem Boden. Manchmal liegt hier Kohle rum. Besonders viel mehr habe ich allerdings hier noch nicht gefunden. Und der letzte Raum hier in den dreistöckigen Dorms ist die 315, mal abgesehen vom Marktkey, den wir uns ja vorher schon angeschaut haben. Aufpassen, dass ihr nicht da stecken bleibt. Das passiert ziemlich gerne, dass man hier zwischen Tisch und Tür in die Tür reingedrückt wird und dann hängen bleibt. Und auch hier, wenn ihr nicht irgendwie auf dem Boden auf der Couch was rumfahren seht, dann habt ihr hier auch nichts großartig zu durchsuchen. Ich hätte jetzt nicht gehört, dass hier besonders interessante Sachen spawnen können. Okay, dann machen wir uns schon auf den Weg zu den zweistöckigen Dorms. Um die ersten beiden Türen in den zweistöckigen Dorms öffnen zu können, müssen wir zur Seite rein. Denn ansonsten kommen wir nicht an die Türen ran, weil hier vorne dieser Verschlag ist. Und wir haben als allererstes Raum 104. Da werfen wir mal einen Blick rein. Wie ihr sehen könnt, Werkzeugkiste, Jacken an der Wand. Ansonsten nichts Interessantes, aber Werkzeugkiste, da können auch da können auch interessante Sachen wie zum Beispiel Autobatterien drin spawnen. Also die Werkzeugkiste ist vielleicht für die Autobatterien-Quest eine interessante Angelegenheit, aber wie ihr seht, häufig auch nur Scheißdreck drin. Dann gehen wir gleich zu Raum 105. Auch hier wieder aufpassen, das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Wenn ihr beide Türen offen habt, kann es euch passieren, dass ihr in eine Tür reingeleckt werdet und dann stecken bleibt. Hier drin definitiv der interessanteste Teil ist der Tresor. Ansonsten wie überall Boden checken, Bett checken, Couch checken. Und wenn da nichts ist, dann habt ihr schon alles gesehen, was es hier zu sehen gibt. Dann sind wir bei der 110, diese Tür, wo ein Zettel dran hängt. Ich kann euch leider nicht übersetzen, was da steht. Wenn ich das aus dem Forum allerdings richtig entnommen habe, dann steht da sowas wie: wenn du nicht bald deine Miete zahlst, müssen wir dein Auto nehmen. Wenn wir jetzt mal hier reinschauen, finden wir auch Autoreifen. Und hier noch die Tasse, von der ich geredet habe. Und in dieser Tasse, wenn ich mich nicht täusche, spawnt am häufigsten der Schlüssel fürs Granatenauto. Also das Granatenauto gehört wohl dem Typ, der hier rausgeworfen werden soll. Und dann haben wir natürlich noch einen Tresor. Wenn wir den mal aufmachen, finden wir so die üblichen Tresor-Items. Also nichts Wildes. Kann allerdings, wie gesagt, der Granatenautoschlüssel in dieser Tasse spawnen. Deshalb auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr den Schlüssel habt. Und dann sind wir schon direkt gegenüber bei der 114. Die machen wir auch noch auf. Hier finden wir auch wieder einen Tresor und ganz interessant die große Medizintasche. Hier spawnen relativ häufig auch Grizzly Packs drin. Noch ein Rechner, den man sich durchsuchen kann. Und das sind allerdings die interessantesten Sachen. Trotzdem ein toller Schlüssel, der 114er. Wenn ihr mal verwundet seid, nicht vergessen, hier drin steht eine große Medizinkiste. Der letzte Schlüssel in den zweistöckigen Dorms ist die 206. Erkennt ihr an dieser, an diesem Wasserkasten hier davor, an diesem Behälter, und ist ebenfalls ein Quest-Item. Wenn man hier reingeht, findet man Wasser versteckt und das war es aber auch schon. Also man muss tatsächlich in einer Quest einfach nur diesen Raum hier betreten. Ansonsten völliger sinnloser Schlüssel, könnt ihr daheim lassen. Ja, das waren dann alle Schlüssel, die es in Escape from Tarkov gibt. Das war ein bisschen langwieriges Video, an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ich denke, für welchen Raum welche Dormroom-Schlüssel sind, das war relativ einfach, vielleicht bis auf den Marktkey und den 108er, 103er Schlüssel. Ich weiß nicht, ob dieses Problem jetzt behoben wird mit dem nächsten Patch. Ich filme das Ganze hier
nur wenige Tage, bevor der nächste größere Patch kommt. Es kann also sein, dass es bald den 103er Schlüssel in echt gibt und dass ihr da nicht mehr wissen müsst, dass es 208er gibt. Das wird sich dann zeigen. Ansonsten bin ich gespannt, was sich denn noch so tut. Mit neuen Quests werden definitiv auch neue Schlüssel kommen. Gerade als die Quests eingeführt wurden, gab es ein riesiges Chaos, was die Schlüssel angeht. Die wurden plötzlich umbenannt, es gab verschiedene Schlüssel doppelt. Manche Schlüssel haben nicht das geöffnet, was drauf stand und so weiter und so fort. Also so ein bisschen ein Chaos und wir werden sehen, was der nächste Patch dann mit sich bringt. Ob das dann wieder ein Chaos wird oder ob wir einfach, ob schlüsseltechnisch einfach gar nichts passiert. Ich werde euch auf jeden Fall up to date halten. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich gucke, dass ich immer wieder interessante Inhalte zu Escape from Tarkov bringe. Auch wenn ich da vielleicht die Frequenz mal ein bisschen erhöhen könnte, mal wieder. Ja, ich versuche mein Bestes. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Danke auch nochmal an alle, die mich bei dem Video unterstützt haben. Das war echt eine Riesenleistung von euch. Ohne euch hätte ich es einfach nicht geschafft. Und damit möchte ich mich eigentlich schon verabschieden. Ich wünsche euch alles, alles Gute, haut rein und tschüss.